Okay, hallo YouTube. Diesmal wird das Virtual DJ Free Tutorial Gedöns 10 Jahre alt. Wunderbar. Es ist, ja. Tutorial Nummer 10. Es geht um Effekte Nummer 2. Denn neben den Effekten befinden sich noch so ganz viele kleine schöne Einstellrädchen. Die Einstellrädchen, über den P1 und P2 steht, beziehen sich jeweils auf den Effekt, der ausgewählt wurde. Nehmen wir jetzt zum Beispiel einfach mal den Filter hier und machen den an und spielen das Lied ab. Ihr erinnert euch, das klingt ziemlich geil. Okay, drehen an den Filtern verändert rein gar nichts. Versuchen wir es mal mit dem Flanger. Also mit dem ersten verändert man offensichtlich die Geschwindigkeit des Flangers. Dieser Sound ist ja wohl der Hammer. Okay, mit dem zweiten verändert man die Stärke des Flangers. Tatsächlich ist es so, dass ihr einfach ausprobieren müsst, was diese Rädchen bedeuten, da es leider wie bei jedem AAA-Programm nicht dran steht. Ich meine, das wäre ja auch langweilig, wenn man sehen könnte, wofür das da ist. Wir sind doch alle intelligent und die von Virtual DJ wissen das auch und deswegen packen sie nur P1 und P2 darüber. Viel interessanter und wichtiger sind die beiden Regler da drunter, denn die kann man tatsächlich mal brauchen. Während man die ganzen Effekte wahrscheinlich am besten ohne diese Parameterregler da bedient. Die braucht man eigentlich nicht. Also, das Lied. Das wird langsam langweilig. Nehmen wir mal das Lied hier. Wie ihr seht, ist das Ganze auf der anderen Seite exakt genauso aufgebaut, weswegen man das genauso gut auf der Seite machen kann. Key ist die Tonhöhe. Wie ihr hier oben in der Beschreibung des Liedes seht, ist die aktuelle Tonhöhe dieses Liedes, beziehungsweise die aktuelle Tonart, sag schon, hier, Gis-Moll. Also G, Kreuzchen, M. Wer was von Noten versteht, der weiß, was Gis-Moll ist, und wer nicht, dem kann es auch egal sein. Mit diesem Rädchen hier verändert man die Tonhöhe. Aber ohne die Geschwindigkeit zu verändern. Zum Beispiel machen wir daraus jetzt mal, F-Moll. Ja, bin ich nicht super. Das andere Lied ist im D-Moll-Ton. Heißt, wenn ihr wirklich viel Aufwand treiben wollt bei euren Mixes, dann könntet ihr da zum Beispiel anpassen, sodass beide Lieder auf derselben Tonhöhe sind. Die Erfahrung zeigt aber, dass die Soundqualität eines so stark angepassten Liedes aber so dermaßen am Arsch ist. Also das geht nicht klar. Lasst die Finger davon. Braucht man sowieso nicht. Beziehungsweise, was heißt, lasst die Finger davon? Wenn ihr es machen wollt, dann macht es. Aber erwartet nicht, dass das gut klingt. Der zweite Regler, noch wichtiger als der Key-Regler, den ihr ja eigentlich nicht braucht. Wir gehen mal wieder zurück hier auf G-Moll, G-Gis-Moll. Der zweite Regler, Filter. Ihr kennt Filter hier von den TK-Filters, das klingt ziemlich bescheiden. Der Filter hier ist definitiv sinnvoller. Man kann schlecht erklären, was das Ganze bedeutet, deswegen hört selbst. Einmal zurückspulen. Also, es handelt sich auch um so eine Art Equalizer, das Ding, was wir hier in der Mitte an den Mixer haben. Hier High, Mid und Low. Aber ein bisschen anders. Fakt ist, dass man damit sehr schön Übergänge machen kann. Wenn zum Beispiel ein Lied aufhört, wie hier hinten, und ihr das andere Lied gerade einblendet, was jetzt auf Garantie nicht funktionieren würde, weil das ja auch langweilig wäre, wenn es denn funktionieren würde. Also probieren wir jetzt auch mal einen kleinen Beispielmix, um euch Filter zu erklären. Das war falsch. Wir fangen mit dem Lied an, packen das Lied hier an die Nullstelle und müssen warten, bis jetzt der Teil des Liedes zu Ende ist. Das ist hier bei 125. Alles okay. Ja, ich habe natürlich verpasst hier, also so wäre ordentlich. Na komm. Okay, ich weiß selber, dass das scheiße klingt, müsst ihr mir nicht sagen. Jetzt könnt ihr hier mit dem Filter langsam hochgehen. Okay, das hat man jetzt wahrscheinlich nicht gehört, oder?
Naja, wie gesagt, es gibt andere Programme, wo solche Funktionen deutlich sinnvoller sind. Also, ja. Es ist eine Sache, die man über Virtual DJ durchaus wissen kann, aber wahrscheinlich eher nicht braucht. Also, dieses Tutorial war eigentlich total sinnlos. Was für eine Schande, dafür das 10. Tutorial in einer Serie aufzugeben. Okay, schon wieder 5 Minuten 20. Teuflisch. Okay, bis demnächst mal.